Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Ja, wir waren hier vor dieser kleinen Nebelwand und da würde ich jetzt mal durchgehen. Oh Gott, was ist das denn? Da steht auch jemand, der zu uns rübergeht. Was seid ihr denn hier für Viecher? Ja, halten anscheinend auch viel aus. Das dauert ja ein bisschen. Gibt es auch einen großen von? Hüte dich vor des Feindes Fallen. Nimm dich in Acht, hier ist ein versteckter Feind. Hier ist wirklich ein versteckter Feind. Alter, wenn er ewig, bis sie tot sind. Ist ein Lügner. Komm, erstmal das Lügner da. Der Schatz gehört allein euch. Falls ihr überlebt, natürlich. Viel Glück dabei. Gar nicht gesprochen, direkt in einer Falle gewesen ist. Haut er einfach ab. Jetzt muss ich hier wo rauskommen. Okay, das Ding scheint nicht anzugreifen. Ja. Runtergestürzt. Das lebt ein bisschen aus. Das dauert ein bisschen. Mit was könnten wir denn mehr Schaden zufügen? Okay, machen wir es aber so. Hat mir auch schon fast gedacht, dass man da wieder rauskommt. Es dauert ein bisschen, bis dieses Vieh weg ist. Ein bisschen zu lange, meiner Meinung nach. Zeit für Naschen. Wie fürs Naschen? Nix Naschen. Hallo, zumindest keine Lava. Ah, da ist noch so eine Echse. Könnte ich mir noch holen, oder? Ah, die ist schon weg. Ja, toll. Da waren wir zu langsam. Soll man überhaupt diese ganzen Steinviecher bekämpfen, oder? Kann man die irgendwie noch ausweichen? Ah, das hätte ich wahrscheinlich holen können, ne? Ah, hier ist doch dieser Händler, ne? Kennt ihr mich noch? Mhm. Ich habe viele Waren, also bringt mir viele Seelen. Habt ihr es gehört? Tief unter dieser Mine ist ein Drachenschrein voller Drachenknochen. Tja, zumindest laut diesem Skirber. Ich habe nicht vor, das zu überprüfen. Diese Bärenkäfer jagen mir furchtbare Angst ein. Mir gerade auch. Sind sehr nah. Ja, ich glaube, ein Nest von denen haben wir auch schon einmal gefunden. Ja, wo stand, nicht ohne Wunder weitergehen. Dann zum Kaufen. Oh, ich habe Angst, dass sie mich jetzt jederzeit angreifen. Drachensteinscherbe. Okay, aber nichts Spannendes dabei, würde ich sagen. Kommt zurück, wenn ihr wirklich etwas braucht. Dann gehen wir nochmal hier weg. Was ist denn hier oben noch? Ich frage mich, ob das auch zu hoch für unser Level vielleicht ist. Wie sagt die?
Ich halte mir hier alle ganz schön was aus. Da hätte ich auch mal looten können. So der Ewigkeiten. Vorsicht, Monster weiter vorne. Die ich voll feines Hinterhalte. Wir gehen einfach mal durch, wir können da eh nicht so viel machen. Was erwartet. Irgendwie schon, ne? Kann sich mal gut. Die können uns ja gar nichts, wenn wir gar nicht so nah dran sind, ne? So. Gehen wir nochmal hier durch. Ich glaube, hier muss ich mal in Ruhe durchgehen, wenn ich ein bisschen höher bin. Die Feinde, die halten nicht so viel aus. Warte? Sieht zumindest so aus, ne? Aber anscheinend nicht. Rechts, was wäre denn links? Sieht da irgendwas Rotes leuchten? Wieder so ein Käfer, ne? Ich habe das extra so gedacht, dass wir da nicht durchkommen sollen. Das hätte derjenige nicht auch empfohlen, gerade rechts lang zu gehen. Okay, ich würde sagen, hier sieht es auch nicht besser aus, aber ich kriege ja gerade hier gemütlich durch. Da jetzt durch. Na gut, mach du mal da. Wir gehen hier weiter. Rechts. Das ist dieser Käfer. Je nachdem, wo rechts ist. So rechts oder so rechts? Aber ich würde natürlich hier lang gehen. Da drüben liegt was, was ich möchte, aber ich komme nicht ran. Dann mal hier runter. Das ist eine Blutlache. Das ist meistens nicht so gut. Wahrscheinlich ist er hier runter und dann. Die Explosion hat die mitgenommen. So, das haben wir auch da von oben vorne gesehen, diese. Diese Leuchtkugel, die da schwebt. Hier gibt es zu viel zu erkunden, aber leider ist das meistens halt so, dass da nicht zurückkommst. Geh ich den lang. Da geht es irgendwie raus. Hier leuchtet irgendwie was. Scheint auch keine Falle. Ein Drachenlangschwert. Natürlich. Mein Drachenlangschwert und ich kann es nicht direkt mitnehmen, weil wir voll sind. Wahrscheinlich durch die ganzen Steine, die wir aufgesammelt haben. Ja, das ist Lava. Da sollten wir eigentlich nicht drauf gehen, ne?
Hier ist es sicher. Gut, was krieg ich denn da? Da komm ich doch gar nicht weiter, wenn ich da lang krieche, ne? Oh Gott. Nicht wissen, wie viel Schaden die mir macht. Oh, es geht eigentlich. Da noch so ein Vieh dazu. Weil sind ja eh nicht die schnellsten. Macht denn der Bogen eigentlich mehr Schaden? Hm, auch nicht wirklich. Oh, da kann ich ja nirgendwo lang gehen, hier ist ja überall Lava. Also ein bisschen können wir laufen, aber das sind Teil von Sekunden. Aber sonst kommen wir noch nirgendwo hin. Ach doch, wir könnten wieder darunter gehen, wo das Irrlicht war, ne? Ich glaube, wir sollen hier noch nicht sein. Haben wir diesen Ring der Feuerresistenz. Ich glaube, so ewig werden wir da jetzt auch nicht überleben. Zumindest gab es da so kleine Inseln, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie weit kommen. Okay, dann gehe ich mal dahin, wo das Explosionsteil ist. Kommt man ja irgendwie zurück. So, dann muss ich aber erstmal irgendwie zurückgehen. Also es geht, der Blob verschwert das ja hier. Oder ich muss wirklich mal rechts gehen. Hier rechts stand. Ah, hier ist auch so ein Käfer. Im Weg. Und dann macht er den Weg noch frei. Wir machen so wenig Schaden. Das konnten wir den Käfer schon ein bisschen rauslocken. Na, ja, weiter krabbelt er nicht, oder? Aua. Er mich einfach mit seiner Zunge an. Nee, weiter geht er nicht. Sind wir jetzt doch hier irgendwie gefangen? Hier komme ich nicht durch. Hm. Irgendwie sowas wie ein Hammer dabei. Große Keule. Oh, da kamen wir doch rückwärts. Guck mal, was ein Schlag davon so ausrichten kann. Auch nicht viel. Ein bisschen mehr Schaden machen wir zwar. Ich glaube, das ist nicht der Rede wert. Muss eigentlich irgendwie einen Trick geben bei diesen Käfern, Würmern, was auch immer. Und richtig weit zurück. Mal weitermachen. Gut, das wird zu lange dauern. Da sitzen wir ja Stunden dran. Was geht? Okay, ist immer noch ein dicken Kurser. Vielleicht muss ich mal kurz hier reingehen, vielleicht ändert sich das gleich nochmal.
Komme ich wieder runter? Ich gehe noch kurz dahin, wo das Lava war. Vielleicht sind die da weggegangen. Ich kann noch ein bisschen mehr sehen. Ah ne, hier bin ich zurückgegangen. Ah Gott. Hey, wo kamen wir denn jetzt zu diesen Lava-Dings? Hier komme ich ja nur zum Irrwisch hin. Komisch. Oder war das hier zur Lava? Das Labyrinth verwirrt mich maximal. Ja, das ist immer noch der fette Wurm davor. Wie man sieht, der läuft hier auf der Lava und ist relativ schnell tot. Weil hier ist nämlich nicht sicher. Einmal halt dieses Würmchen. Die Lava an sich. Jetzt muss man uns irgendwie hier zurück teleportieren, wenn wir nicht irgendwie durchkommen. Hier war eine Loot. Wieso schreckt dieses Labyrinth, ey? Genau, der ist ja gestorben, weil es hier explodiert ist. Der krabbelt wieder zurück. Der irgendwie auch. Aber da komme ich nicht weiter. Oder soll ich doch einmal kurz durch die Lava rennen? Wir gehen das halt mit dem Feuerring. Ja, das sehe ich jetzt keine Lösung. Also wir teleportieren uns zum nächsten zurück. Oder hätten doch einen ganz anderen Weg gehen müssen. Ja. Hat nicht ganz geklappt. Stehen. Aber weit kommt man natürlich nicht. Gräberarmbinder. Ah, hier ist nochmal ein Tunnel. Lass mich doch einfach in Ruhe. Gesehen. Seele eines unbekannten Helden. Natürlich geht jetzt auch viel Gras drauf, wenn wir hier durch die Lava watscheln. Jetzt kommt der nächste Block hier an. Ich will eigentlich nur nach rechts gehen. Ich will nur looten. Was steht hier? Scherbe. Ah, das sind wir hinter den, glaube ich. Ist der eine, das ist. Nein. Na, es geht mal weg hier mit deinen dicken Hintern. Komm nämlich hier nicht durch. Wenn es uns gut angeschwert hat, ist das ein Scherz. Oh, der kann richtig rennen. Jetzt komme ich durch, oder? Geht doch.
sieht's hier gerade aus? Dann ist hier noch was. Hier drüben. Gehen wir doch gleich mal hin. Ich will erstmal hier gucken. Einsteinklumpen. Hier drüben sagt das Spiel. Also, Mitspieler. So ein langer Weg. Ich will nach Hause. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ach, da war das, was wir vorhin gesehen hatten, ne? Muss man weiter oben. Springen wir jetzt hier runter oder gehen wir zum Lava? Doch, wenn ich hier runter gehe, bin ich auch tot. Wenn ich hier runterspringe, bin ich auch tot. Definitiv. Da ein bisschen durch die Lava durch. So, geht's denn raus hier? Geht's denn überhaupt nur irgendwo weiter? Irgendwie nicht, ne? Muss ich wohl doch irgendwie da lang gehen. Gucken, dass ich irgendwie runterkomme. Oh Mann. Aber mein Glück werde ich wahrscheinlich irgendwie sterben. Wir können so machen, dass wir mal wieder Menschengestalt annehmen. Wir haben noch so ein paar von diesen Dingern aufgesammelt. Mal benutzen. So. Wenigstens volle Lebenspunkte. Haben wir denn auch wenigstens. Kriegen wir weniger Fallschaden eigentlich? Gegenstandsmast. Nee, irgendwie nicht, ne? Oh Mann. Ich will hier nicht sterben. Sieht nämlich eigentlich ziemlich hoch aus. Ja, würde ich irgendwie hier auf das Brett über mir hinkommen, dann könnte ich halt da auch zum Leichnam und dann bin ich halt schon eine Stufe niedriger. Aber dem ist gerade nicht so. Könnte nur direkt hier runterspringen. Na komm, uns fällt ja eh nichts anderes über. Guck, wir sind gestorben. Okay, sind nicht. Da habe ich zu viel gelabert. Aber vorne ist das ja auch passiert. Ruhe bewahren. Ich bin die Leiter. Die vielleicht auf der anderen Seite geht. Wie frage ich jetzt hier wieder so? Oder kann ich auch noch weitergehen? Hauptsache ich stürze nicht ab oder komme irgendwie ums Leben. Das will ich nämlich jetzt nicht. Ja, da unten ist nämlich noch ein Gang, wo wir gar nicht drin waren. Hergekommen.
Dann gehe ich doch da erstmal wieder zurück, um hier wieder runtergehen zu können. Hallo Leute. Das war irgendwie nicht so geplant. Okay, was haben wir denn hier, bevor ich wieder hochgehe? Das sind große Knochen. Also der ist hier zurückgegangen und dann gestorben, okay. Wie ich für feines Hinterhalte. Den kann man eigentlich gut ausweichen. Das ist eine Attacke. Gottes Hände, okay. Das war nicht was erwartet. Geht's auch noch weiter? Nee, ne? Jetzt müssen wir nur da durchgucken. Wir sagen, ich hätte viele einmal heilen. Ich gucke erstmal, was ich aufgesammelt habe. Gottes Hände. Ah, das haben wir ja weggeschickt, ne? Das haben wir ja weggeschickt. Hm. Das geht hier lang oder ich muss doch wieder oben zurückgehen. Ah, da ist eine große Nebelwand. Im Mondgras. Hüte ich vor das feines Feuer. Sehe ich doch was leuchten. Die Frage, wenn es jetzt wirklich der. Die beste Option ist schleichen. Wenn das jetzt wirklich der Gebietsboss ist. Schaffen wir den dann überhaupt? Die Frage, wie gesagt, vielleicht ist ja auch gedacht, dass wir das Ganze nicht schaffen. Also die Scheinviecher zumindest. Ich mache erstmal hier einen blauen Augenstein. Würde ich mal benutzen eigentlich. Kann ich ihn nicht benutzen? Hier geht er nicht so? Will ich eigentlich machen? Ich will das einmal benutzen. Komisch. Kann man doch keine anderen Spielern helfen, indem man so seine Schrift hinterlässt? Da bin ich irgendwie zu nah. Vielleicht? Mach das gleiche. Ja, dann würde ich vielleicht einfach mal hier in das Nebeltor reingehen. Ich probiere es noch einmal. Nee. Okay, dann stürzen wir uns doch mal hier rein. Dann den ganzen Weg hier zurückgehen. Das war ja so schon ein Labyrinth, ne? Okay, ich guck nochmal. Feuer habe ich. Das ist ein bisschen wenig krass, ne? So, mach ich mal das hin. Und hier das Dunkelmondgras. Wir haben zumindest ein paar Krise eingesteckt. Eigentlich gar nicht. Nicht, dass er jetzt so hart ist und ja. Okay.